herzlich willkommen bei FS1 und KryptoTV. Hier präsentieren wir euch die Moderationen von Joe Conrad auf den Golden Earth Vision Kongress 2016 in Hof bei Salzburg. Er sprach mit Dr. Leubner, Eduard Kahn und dem Verein Golden Earth Vision. KryptoTV hat alles mitgefilmt und eine schöne Moderation geschnitten, um euch eine spannende Serie aus 3 Interviews zu bieten. Und in diesem Teil erwartet euch ein Gespräch Eduard Kahn und den Gleisschule. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich befinde mich in Österreich und ich rede mit Eduard Kahn und über die Leis-Schulen. Wir sind hier beim Verein Golden Earth eingeladen. Was sind Leis-Schulen und wo kommt das Wort her? Was bedeutet es? Also das Wort kommt aus dem Keltischen und heißt eine Spur legen. Und hinter dem Gedanken, eine Spur zu legen, liegt natürliches Lernen und Leben. Und der Gedanke ist aufgetaucht nach einer langjährigen Mentoring-Ausbildung, die in Kärnten stattgefunden hat und wo man sich schon sehr viel mit den Kindern beschäftigt hat und auch mit dem Lernen. Was ist da das Spezielle? Ich meine, wir sehen ja heute in den Schulen, dass vieles im Argen ist und dass sich die Kinder... Ich habe den Eindruck, sie wollen eigentlich erst was lernen. Das war bei mir auch so. Ich wollte vor der Schule unbedingt zur Schule, weil ich dachte, da lerne ich was. Und dann war eigentlich der erste Tag oder die erste Zeit schon sehr schwer für mich. Ja. Dieses beurteilt werden und Zensuren kommt ja dann erst später. Aber ich hatte gleich den Eindruck, da ist ein Druck. Was ist da bei Ihnen anders? Also es gibt ja heute schon eine ganze Reihe von alternativen Schulen beispielsweise, die sehr viel stärker auf das einzelne Kind eingehen als die öffentliche Schule. Beim Leis oder beim Leising, wie es dann heißt in der Ausführung, geht es um ein sehr radikales Konzept, ähnlich wie bei alternativen Schulen, dass es kleine Gruppen sind, jahrgangsübergreifend, damit auch wirklich Kinder von Kindern lernen können, weil Kinder von Kindern mehr lernen als von Erwachsenen. Und das ganz Radikale ist, dass es sich da zum Beispiel um eine Schule handelt, wo es keine Lehrer gibt, sondern nur Lernbegleiter. Ist das so, dass die Kinder auch eben so ein Interesse an so einem Thema haben, dass wenn man sie im Grunde lässt, dass sie sich sowas, ein Thema wirklich selber erarbeiten können? Und lässt man sie da völlig frei oder gibt man so ein bisschen was vor? Oder wie funktioniert das? Das ist unterschiedlich. Manche Kinder sind an sehr, sehr vielen Dingen interessiert. Manche Kinder zeigen teilweise wenig Interesse. In dem Moment, wo sie in einer altersübergreifenden Gruppe sind, von 4 bis 8 Kindern, entweder ist ein Kind selbst interessiert an vielen Dingen oder es schaut von anderen Kindern etwas ab. In jeder Gruppe hat dann ein Vorbild, ein Kind, mit dem man besonders gut kann. Und wenn man sich selber nicht interessiert, dann interessiert man sich für Dinge, für die sich das andere Kind interessiert. Das heißt, es entsteht automatisch in einer Gruppe Interesse für sehr viele verschiedene Dinge. Und ich komme aus der Erwachsenenbildung, wo wir seit Jahren immer schon gewusst haben, Interesse steuert die Wahrnehmung. Und wenn du dich für was interessierst, dann lernst du ganz automatisch, dann bleibt auch viel, viel mehr hängen, als wenn dir jemand andere etwas vorgibt. Ich weiß, ich habe ja auch einige Interviews gemacht, auch mit Leuten, die nicht zur Schule, also die Homeschooling gemacht haben und einen jungen Mann, der nie in der Schule war, das Abitur gemacht hat mit sehr guten Noten. Sind dann in den Leis-Schulen nachher die Kinder, können die einen Abschluss machen, der auch anerkannt wird? Also ich kann jetzt im Moment nur für Österreich sprechen, obwohl es bereits Leis-Schulen in Südafrika, in Kanada, in der Schweiz und in Deutschland langsam beginnend Lerngruppen gibt, muss man eher sagen. Also eher Lerngruppe als Leihschule. In Österreich ist es so, dass man seine Kinder zum häuslichen Unterricht abmelden kann. Daher können sie in Leihgruppen selbst sich die wichtigen Dinge beibringen.
Und am Ende jedes Jahres gibt es Externistenprüfungen und die muss man bestehen. Und wenn man dort durchkommt, dann kann man bis zum Abitur durchgehen. Also das ist an sich kein Problem. Ist das immer auf das Interesse des jeweiligen Schülers? Ist ja sonst auch so, aber es ist etwas, wo, kann man sagen, durch das Interesse am Lernen eigentlich die Erfolge sichtbarer sind, weil es nicht auswendig gelernt ist, sondern wirklich etwas, was man sich erarbeitet hat? Ja, es bleibt an innen. Ja. Es bleibt nicht an der Außenwand hängen. Interesse potenziert praktisch sehr, sehr stark und vor allem hängt man im Gehirn immer wieder Neues an schon Bestehendes dran und das wird offenbar im elektrischen, chemischen Merkprozess im Gehirn viel stärker und viel besser verarbeitet. Nun gibt es ja die Zusammenarbeit mit dem Verein Golden Earth. Wie ist da die gegenseitige Förderung oder was funktioniert da? Also zum einen kümmert sich ja Golden Earth um die Kinder dieser Welt und speziell ist auch das Interesse der LAIS-Lerngruppen, Kinder besser als bisher auf die Welt vorzubereiten und mit Kompetenzen auszustatten, weil im bisherigen Schulsystem die Kinder viel zu viel Stoff rückwärtsgewandt noch lernen. Mhm. Und Golden Earth stellt uns Räume zur Verfügung. Das ist schon einmal für uns ganz, ganz wichtig. Mhm. Denn in diesem Konzept gibt es zwei große Dinge, die Geld kosten. Das eine sind die Räume und Raum ist für Lernen wahnsinnig wichtig, die Umgebung. Und das zweite sind die Lernbegleiter. Und momentan ist es so, dass sehr viele Lernbegleiter das noch ehrenamtlich machen. Aber hier soll auch in Zukunft ein angemessenes Entgelt da sein. Und auch da wird uns wahrscheinlich Golden Earth in irgendeiner Form unterstützen. Wir sind jetzt schon sehr dankbar für die Räume und für die Natur. Speziell hier im Hof gibt es Wald, gibt es Garten. Und das ist für uns schon spielt auch eine große Rolle, die Verbindung mit der Natur. Ich habe so ein bisschen erzählt, wie natürliches Lernen heißt auch in der Natur lernen. Ja. Genau. Und wenn jetzt Eltern Interesse haben an dem Konzept, können sie sich selber einbringen? Suchen sie Leute, sie sagen ja Lernbegleiter, sind das teilweise Eltern, die dann sagen, ich möchte das gerne machen? Also zum einen würde ich sagen, es ist schon einmal wichtig, dass sich die Eltern einbringen, in einer ersten Stufe einen Workshop mitbesuchen, damit sie wissen, wie das Ganze funktioniert, weil man es schwer erklären kann, warum die Kinder so viel leichter lernen. Zum anderen kann man als Eltern natürlich auch Lernbegleiter werden. Günstiger ist allerdings, dass man nicht die eigenen Kinder in seiner eigenen Lerngruppe hat. Das ist klar, das ist verständlich. Aber generell werden auch Leute noch gesucht, die da... Es können Pädagogen sein, aber ich würde so sagen, auch wenn man nicht Pädagoge ist, ist das kein Hindernis als Lernbegleiter. Ja, das ist ja ein ganz anderes Konzept. Das heißt, man braucht keine Ausbildung, um etwas zu lernen. Und eigentlich kann jeder das Interesse aus sich so selber entwickeln. Ich weiß, in der Schule ist es so, man muss im Grunde mit der Pausenklingel, also Stunde beginnt, muss man Interesse an Mathe jetzt einschalten und dann klingelt es wieder und jetzt muss das Interesse 45 Minuten lang darf das nur dauern. Das Interesse. Ja. Und bei LAIS dauert es möglicherweise von 2 Wochen bis zu 2 Monaten. Dann ist das ganze Thema Mathematik durchgearbeitet, bis zum Abitur. Wahnsinn. Ja. Aber eben, weil es sich selber aus dem eigenen Interesse herauskommt. Ja. Wie können Eltern jetzt, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere da Schwierigkeiten hat, zu vertrauen, dass aus dem Kind wirklich was wird. Man sagt ja, aus dem Kind soll was werden. Ja. Kann man das garantieren oder wie kann man den Eltern jetzt sagen, das Vertrauen ist durchaus gerechtfertigt, dass es sogar bessere... Also es gibt sehr viele interessierte Eltern, die sich an verschiedensten Stellen heute schon informieren. Und es gibt sowieso einen sogenannten Akademikerwahn. Also das Heer der beschäftigungslosen Akademiker ist schon sehr, sehr groß. Das heißt, einmal muss man von diesem Wahn loskommen, mein Kind muss unbedingt studiert haben. Ja.
Das Zweite ist, so wie es nach dem Leis-Gedanken geht, natürliches Lernen, natives Lernen auf komplexe Situationen, die später auf einen zukommen werden, gut vorbereitet sein. Damit kommt ein Kind im Leben besser durch, als das, was es heute allein nur so in der Schule, in der öffentlichen Schule lernt. Und da braucht man keine Angst haben und in der Natur draußen, es ist das Handwerk, das Tun mit den Händen beispielsweise, auch wieder stärker gefördert. Das heißt, nachdem auch jetzt wieder entdeckt wird, dass doch noch immer Handwerk goldenen Boden auch hat, braucht also keiner die Angst haben, dass ein Kind nicht mehr draußen zurechtkommen wird. Im Gegenteil, wenn das Kind schon rechtzeitig, frühzeitig erkennt, was es wirklich möchte und nicht, wie es heute so oft vorkommt, mit 40, 50, ja, dass man dann entdeckt, mein Gott, mein Leben lang wollte ich das machen und dann auch nur eher durch Zufall in die Lage versetzt wird. Also, dass man sagt, ich habe eine Banklehre gemacht, weil die Eltern das wollten und mit 40 habe ich erkannt, genau, ich wollte eigentlich eine Holzarbeit oder sonst was. Genau, in Wirklichkeit ist er Schlagzeuger. Oder er ist, ja. Ich kenne einen speziellen Fall, der dann Schlagzeuger geworden ist und für seinen Vater ist eine Welt zusammengebrochen. Heute ist er stolz auf den Sohn. Ja. Und hier zeigt sich das Interesse also schon sehr frühzeitig, weil man den Kindern nicht sagt, du sollst jetzt darauf hinarbeiten, dass du mal eine Banklehre machst oder Versicherungskaufmann oder irgendwas. Ja, es wird viel früher erkannt und es wird viel früher auf das hingearbeitet. Ich finde das sehr spannend und wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Schule und wir wollen ja das hier auch bekannt machen, damit es sich ausbreiten kann, weil wir sehen ja die Probleme, die im normalen Schulsystem heute existieren. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier beim Verein Golden Earth eben diese Verbindung, dass sie stattfindet und dass es auch gefördert wird hier von der Lernarztquelle zum Beispiel, dass da auch ein Unterschied. Und es sind auch Firmen sehr daran interessiert, weil auch die Firmen schon gesehen haben, es braucht in der Zukunft Leute, die auf komplexe Situationen positiv reagieren können und nicht Leute, die viele Dinge auswendig gelernt haben, aber die dann vor neuen Problemen wie vor einer Wand stehen. Und deswegen sind auch sehr, sehr viele Firmen daran interessiert, dass man problemorientierte, lösungsorientierte Menschen in Zukunft hat. Ist das wirklich so, dass man sagen kann, es wird gesehen, die Schüler, die heute in einen Betrieb kommen, die können zwar einfache Arbeiten sozusagen machen, aber sie sind nicht mehr in der Lage, komplexe Strukturen zu erkennen und eigenverantwortlich sozusagen jetzt Initiative zu ergreifen, weil sie es in der Schule nicht gelernt haben. Und hier aus den Schulen kommen andere Menschen, die können wir tatsächlich im Unternehmen ganz anders einsetzen, ist ja, das so? Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt natürlich aus der öffentlichen Schule genug Leute, die auch Probleme lösen können, aber ein großer Teil wartet immer darauf, dass jemand anderer etwas vorgibt. Mhm. Und hier werden Kinder von Alter von 3 Jahren teilweise schon dazu erzogen, sie wollen es auch von sich aus machen, selbst Dinge zu lösen. Und das ist für Firmen ein sehr wichtiger Punkt. Das höre ich, ich habe, wie gesagt, Erwachsene trainiert viele Jahre als Management-Trainer. Das ist genau das, was Firmen für die Zukunft wollen und brauchen. Vielen Dank, Eduard Kahn. Vielen Dank. Dankeschön.